Guten Morgen, heute ist der dritte Tag in Rom und das Wetter sieht ganz gut aus, besser als angesagt. Wir hoffen, das bleibt so, denn heute geht's ins Kolosseum, ins Forum Romanum und auf den Palatin. Das ist so ein Dreier-Kombi-Ticket, da kann man dann überall hin, zu den alten Steinen. Mal schauen, wie lange das alles dauert, wir haben keine Vorstellung. Wir werden jetzt frühstücken und dann einfach mal hinfahren und uns das dort angucken. Ich bin schon sehr gespannt, wir haben das Kolosseum aus der Ferne schon ganz klein gesehen. Aber heute fahren wir direkt hin. Oh ja. Das ist eine kleine Wolke. Die geht nicht vorbei. Die Wolke zieht vorbei, ja. Also das Wetter war heute Morgen dann doch etwas regnerisch im Kolosseum, aber man konnte sich immer mal unterstellen, das war immer nur so eine Regenhusche, dann ging es weiter. Im Kolosseum selber braucht man nicht so viel Zeit, wenn man nur die beiden Hauptebenen gebucht hat. Das sind 6 Stationen auf dem Audioguide, das geht recht schnell. Aber es ist halt mega beeindruckend und wirklich sehenswert. Und jetzt sind wir im Forum Romanum und auf dem Palatin oder steigen jetzt da gleich hoch zum Palatin. Und hier solltet ihr ein bisschen mehr Zeit einplanen. Also man hat so einen Audioguide und kann sich das alles dann anhören, was das hier ist. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch beeindruckend, nur durchzugehen. Aber ja, wenn man weiß, was das hier ist, ist das schon ein bisschen sinnvoller und interessanter. Ja, jetzt steigen wir da hoch zum Palatin und ich höre mir mal die Geschichte weiter an.
wieder in Trast wäre für den Abend, weil es uns beim letzten Mal so gut gefallen hat und an jeder Ecke ist ein anderer schöner Laden. Das ist übrigens ein sehr schöner Buchladen. Und hier kann man sich sehr schnell verlieren. Wir haben beim letzten Mal auch das Café nicht wiedergefunden, wo wir rein wollten. Und jetzt überlegen wir, Aperitivo oder Laufen? Es ist eine gute Zeit für Aperitivo. Aperitivo? Ich weiß nicht, wir gucken uns das Buffet von dem einen mal an. Das sah vom Café her süßer aus. Wir kehren ein. Ja, ich kann noch kein Italienisch. So, hier, muss ich mal dokumentieren, die Kalender mit den heißen Priestern. Der eine sieht so ein bisschen aus wie so ein deutscher Schauspieler. Ja. Meinst du, das sind nur das irritiert mich so sehr, da kann ich nie mal halten. Heiße Priester. Nun gut. Den nehme ich aber nicht mit. Guten Morgen, ein letztes Mal aus meinem kleinen Eckchen hier am Fenster. Heute geht's zum Papst. Nein, nicht direkt zum Papst. Er hat uns nicht eingeladen, wir müssen Eintritt zahlen. Es geht in die Vatikanischen Museen und in den Petersdom, Sixtinische Kapelle, ja, was da so alles ist, Richtung Vatikan. Deswegen sind wir schon früh wach. Wir haben für 9 Uhr den Eintritt und müssen auch noch ein paar Minütchen dorthin laufen. Jetzt frühstücken wir wieder erstmal und dann ja, schauen, was der Tag bringt. Es ist Sonne, Wolken, aber heute trocken. Und ja, der letzte Tag in Rom. Morgen geht es sehr, sehr früh nach Hause. Also morgen sehen wir von Rom nicht mehr viel, außer den Hauptbahnhof und den Flughafen. Und ja, es war sehr, sehr schön bisher schon. Ich bin sehr gespannt heute auf die Museen. Und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt filmen darf, kann, Fotos, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nochmal nachgelesen. Ihr werdet es sehen, entweder seht ihr das Ding von außen oder auch was von innen. Also, legen wir los. Mittagspause mit Klamottenwechsel, weil es jetzt richtig warm wird. Die Museen kann ich sehr empfehlen. Wahnsinnig beeindruckend. Petersdom auch. Unfassbar gut.
Die Sixtinische Kapelle hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, war schon schön. Aber naja, es ist immer so, wenn etwas so mega gehypt wird. So, jetzt werden wir uns umziehen auf Toilette und dann hier unten ins Restaurant, wenn da was frei ist. Guten Morgen, es ist 16:45 Uhr. Definitiv zu früh, nee, es ist glaube ich schon 5:30 Uhr. Wir sind so gut wie fertig, auf dem Weg gleich zum Flughafen. Und da ist ein Auto. Ich habe heute Morgen in Rom noch ein Outro gedreht, aber ich glaube, es war 5:30 Uhr morgens und die Kamera hat auch nicht richtig scharf gestellt, das habe ich zu spät gesehen. Deswegen nochmal ganz kurz hier jetzt wieder zurück in Hannover. Es war sehr, sehr schön in Rom, es waren 4 wunderbare Tage, wir hatten auch sehr viel Glück mit dem Wetter. Bis auf die Regenschauer im Kolosseum war es die ganze Zeit trocken, blauer Himmel, angenehme Temperaturen. Wir konnten immer abends noch draußen sitzen und essen, was halt einfach schön ist und irgendwie auch so dieses italienische Flair ausmacht. Und das Essen, es ist Italien, da müssen wir nicht drüber reden. Es ist nicht sehr individuell, also ihr kriegt da wirklich zu 90% Pizza, Pasta, italienisches Essen. Also ihr werdet dort nicht wir haben einen Sushi-Laden gesehen, indisch, griechisch, irgendwas anderes braucht ihr gar nicht groß nachsuchen, wird es vereinzelt geben. Aber im Großen und Ganzen ist es alles italienisches Essen. Und das seht ihr im Food Diary. Also das ist natürlich sehr italienisch geprägt, weil wir wirklich jeden Mittag und Abend italienisches Essen zu uns genommen haben. Und ja, es war sehr, sehr schön. Ich bin auch ein großer Freund von Kultur und Geschichte. Und deswegen ist Rom natürlich die perfekte Stadt. Viele alte Steine, viele wunderschöne Gebäude, sehr viel Historie und ja. Hat mir gut gefallen, wird nicht der erste und letzte Besuch gewesen sein. Ich denke, ich werde irgendwann nochmal nach Rom reisen, um noch ein bisschen mehr zu sehen. Wir haben natürlich die ganzen Klassiker abgehakt. Den Vatikan, Kolosseum, habt ihr alles gesehen. Ja, war einfach sehr, sehr schön. Ich werde jetzt die Kamera entleeren und heute noch ein bisschen chillen. Es ist ja Feiertag, heute ist der 3.10. Das Video wird wahrscheinlich vor November nicht online gehen. Und ja, der Herbst beginnt. Jetzt ist erstmal Reisepause für mich. Bis Dezember. Da bleibe ich aber dann auch in Deutschland. Aber es werden natürlich andere Videos online gehen. Ihr bekommt jetzt hier noch ein Video verlinkt, was zu euch passt. Ich nutze die Funktion ganz gerne. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut funktioniert, aber ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, ob das immer ganz gut passt, was hier angezeigt wird. Und abonnieren solltet ihr natürlich auch für alle weiteren Videos. Also sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Tschüss!